Die Firma Analco steht für neues Denken in Griechenland. Yorgos Agroyanos wurde hier vom Inhaber eingestellt, um das Exportgeschäft anzukurbeln. Das Unternehmen beschichtet Jalousien aus Aluminium, die vermehrt nach Deutschland verkauft werden. So wie hier versuchen viele Betriebe im Land durch das Auslandsgeschäft endlich wieder zu wachsen und Gewinne zu erwirtschaften. Das Land braucht solche Leute wie mich. Ich habe lange im Ausland gelebt, bin gut vernetzt. Außerdem habe ich fast 30 Jahre lang mit Deutschen zusammengearbeitet. Ich weiß, wie die ticken und was ihnen wichtig ist. Der Exportanteil der Firma liegt mittlerweile bei immerhin 40%. Vor der Krise war es rund die Hälfte. Die Firma ist kein Einzelfall. Es gibt erste Erfolge. Trotzdem ist von Aufbruchsstimmung im Land kaum etwas zu spüren. Bei dieser Beratungsfirma merken sie täglich, woran das liegt. Konstantin Vollbach, Immobilienmakler und Deutscher mit Wahlheimat Athen, kennt Tourismusprojekte, für die es zwar Interessenten gibt, aber dennoch zurzeit nur Planspiele bleiben, so wie fast alle Investitionsvorhaben. Die Banken finanzieren keine Objekte mehr, griechischen Banken. Ausländische Banken finanzieren keine griechischen Objekte. Die ganzen Gelder, die in Form von Troika nach Griechenland kommen, gehen zum größten Teil in Schuldentilgung, kommen nicht der Privatwirtschaft zu. Beim Aluminiumbetrieb kennen sie das Problem nur allzu gut. Firmeninhaber Yorgos Kochias musste seine eigenen Expansionspläne zurückstellen. Wir brauchen einen Schuldenschnitt, anders geht's nicht. Ständig werden neue Steuern erhoben, um das Schuldenproblem zu lösen. Trotzdem wächst der Schuldenberg. Ein Schuldenschnitt, so glaube ich, könnte den großen Durchbruch für unser Land bringen. Nach dem Schuldenschnitt könnte die Firma, so die Hoffnung, endlich auch wieder in der Heimat mehr verkaufen. Dann hätte das Land eine Perspektive und die Rezession endlich ein Ende.